Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregspin-rpgheaven.de. Weiter geht es mit der kürzlich gestarteten Top 11 Liste der besten Konsolen-Launch-Titel aller Zeiten. Eine persönlich gefärbte Liste. Ich habe mir einen Überblick verschafft über die Konsolen-Launches der letzten 20, 30 plus Jahre und mir dann meine Top 11 rausgefiltert. Wir haben ja gestern schon mit dem ersten Teil angefangen mit dieser Liste und ich rekapituliere ganz kurz. Auf Platz 11 ist gewesen Luigi's Mansion auf dem GameCube und auf Platz 10 Thunder Force 2 auf dem Mega Drive. Auf Platz Nummer 9 ist ein Titel, der auch aus der 16-Bit-Ära stammt, ähnlich wie es Thunder Force 2 ist, und es handelt sich um Pilotwings auf dem Super Nintendo. So, ich habe da noch mal ein bisschen tiefer recherchieren müssen, weil es ein bisschen schwierig war zu ermitteln, was denn in Deutschland die Launch-Titel des Super Nintendos gewesen sind. Ich hatte es im letzten Video auch schon gesagt, ich gehe bei dieser Liste davon aus, wenn man hier in Deutschland, speziell in Europa, in Deutschland, in den Laden gegangen wäre zum Start der Konsolen jeweils, was man da für Spiele hätte haben sollen. Und die deutschen Releases, Launch-Titel, sind teilweise unterschiedlich von denen, die allgemein in Europa gewesen ist, weil das Super Nintendo zum Beispiel ist ein bisschen später in Deutschland erschienen, als es denn in Europa insgesamt war. Europa war nämlich irgendwann Anfang April 92 ungefähr, also ein bisschen früher im Jahr, während in Deutschland ist es ein bisschen später im Jahr soweit gewesen, ist so August, September ungefähr hin. Und das bedeutet, dass wir hier zum Launch des Super Nintendos ein bisschen mehr Titel haben, die, die zum Europa-Launch noch nicht verfügbar gewesen sind. Ich kann mich da auch nämlich noch ziemlich gut dran erinnern, dass damals zum Start des Super Nintendos in den Kaufhäusern ohne Ende Spielstationen aufgebaut wurden und da teilweise auch eben unterschiedliche Titel da gewesen sind, die man jetzt nicht so klassisch direkt bei den Launch-Titeln gesehen hätte. Ich weiß, dass sehr früh zum Beispiel Super Protector ich hätte schon sehen können, wobei ich mir da nicht mehr tausendprozentig sicher bin, ob es exakt am Launch zum Launch gewesen ist, aber ich glaube, es müsste da gewesen sein. Es wird aber nicht offiziell als Launch-Titel aufgeführt, zum Beispiel. Aber dazu eben auch noch solche Dinge, wie wir Pilotwings jetzt hier sehen. Das war das mit erste Super Nintendo-Spiel, das ich auch dann gespielt habe hier in Deutschland. Zum europäischen Launch wird es noch nicht geführt, ne, weil der im April oder eben früh 92 stattgefunden hat. Aber in der Zwischenzeit war auch Pilotwings in Europa rausgekommen. Und als wir es dann in Deutschland hatten, wo es dann zum Super Nintendo eben das umfangreiche Line-Up mit den F-Series und Mario Worlds gegeben hat. Super Soccer war mit dabei. Ich glaube, Super Tennis müsste es auch gewesen sein. Super R-Type als Shooter noch hier drin gewesen. Also viel, viel Gutes und zumindest Interessantes bis sehr und sehr, sehr super gutes Zeug mit drin. Aber auch eben Pilotwings, das mittlerweile schon in Europa erschienen war. Und wobei Pilotwings kein europäischer Launch-Titel war, aber in den deutschen ist er mit dabei gewesen. Und eben eins, was ich da auch gesehen habe. Pilotwings habe ich auch schon öfters auf dem Kanal hier was dazu gesagt, ist eben ein sehr ungewöhnliches Game, was im ersten Blick vielleicht wie so eine Tech-Demo erscheint. Ja, eine Flugschule mit verschiedenen Fluggeräten, Fallschirmspringen, so ein Doppeldecker, den man fliegen kann und landen, und ein Raketenrucksack mit dabei, ein Hangglider, ne, ein Kriegshubschrauber sogar in den Bonusrunden später in den Finalleveln mit drin. Im Grunde ist es eine Flugschule, die dich durch sehr schöne 3D Mode 7 Grafikeffekt berechnete, ja, der Spezialeffekt vom Super Nintendo eben, der dann aus flachen Gebilden, ja, flachen Hintergründen so die in der Achse kippen konnte, sodass es dann einen 3D-Effekt dementsprechend gab, hat das sehr, sehr schön umgesetzt und hat eben nicht nur die technischen Fähigkeiten dieser Flugschule, dieses Pilotwings dann darstellen können, auch so schöne atmosphärische Musik und eben teilweise entspannte, aber teilweise auch ziemlich haarige und schwierige Aufgaben dir dagegen gestellt. Ne? Wenn es am Anfang noch einfach ist, ja, also du musst eine Landung, eine einigermaßen vernünftige Landung mit deinem Fallschirm machen und durch Ringe springen oder einmal kurz mit dem Doppeldecker landen, wurde es dann später aufwendiger und haariger und vor allem auch sehr skillbasiert. Ja? Wenn man mit zum Beispiel dem Jetpack dann agieren wollte, so mit der Trägheit, ja, wie man, wenn man Schub in die Richtung gegeben hat, muss man dann Gegenschub geben, damit man erfliegt, nicht in die andere Richtung abfliegt, und dann kommen noch Winde, starke Winde dazu, die man mit einberechnen muss. Beim Hangglider muss man richtig dann den Aufwind erwischen und alles. Das war ein immer anspruchsvoller werdendes Spiel, was technisch weiterhin beeindruckend war, aber eben so diese relaxte Atmosphäre beibehalten hat. Und ich bin richtig aufgegangen in diesem Spiel. Ne? Also es hat mir super viel Spaß gemacht, da die verschiedenen Lizenzen dann zu holen, teilweise die Punkte, die Skala ist so hoch zu klettern, Bonusrunden zu entdecken, wo man mit dem Pinguin irgendwie in Wasser reinspringen muss. Und es ist einer meiner meistgespielten Titel auf dem Super Nintendo, auch eines meiner absoluten Highlights. Würde auch in einen Super Nintendo Mini Classics auf jeden Fall mit dazu gehören. Und eben das Glück gehabt, dass wir hier in Europa einen kleinen Tacken
später das Super Nintendo hatten, dadurch die Zeit genug da gewesen ist, sodass wir auch noch Pilotwings mit dazu bekommen können. Und während die anderen Europäer, zumindest ich glaube in UK müsste das früher eben gestartet sein, das Pilotwings noch nicht dazu hatten, wir hatten es und dementsprechend hat es auch einen Platz hier auf dieser Liste verdient und ist auf Nummer 8 gelandet. Ridge Racer 7 für die PlayStation 3. Ridge Racer, eigentlich der Serien-Launch-Titel für PlayStation-Konsole. Das erste Ridge Racer aus der Arcade umgesetzt, bereits auf der PlayStation 1 mit dabei, etliche Sequels dann dafür gekommen. Wir hatten Ridge Racer 5 auf der PlayStation 2 als Launch-Titel. Ridge Racers mit einem S am Ende müsste der PSP-Launch-Titel gewesen sein. Wir hatten auf der Vita einen Ableger. Wie hieß der denn da? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber mit dem Start der PlayStation 3 2008 Anfang war die PS3 hier in Europa rausgekommen, da haben wir noch den Game One Beitrag gemacht, weiß ich noch, dazu über das Launch Line-Up der Konsole habe ich mich mit allen Titeln beschäftigt. Muss natürlich auch ein Ridge Racer dabei sein, die Racing-Serie von Namco aus der Arcade gekommen mit feilschneller Optik und richtig, zwar nicht realistischer Driftphysik, aber super viel Spaß machender Arcade-Driftphysik ist auf die PlayStation 3 drüber gekommen und das war so ein ganz spezielles Anliegen damals gewesen, glaube ich, von Namco und von Sony, dass gerade der Titel vor allem in technischer Hinsicht richtig glänzen sollte, denn so eins der Verkaufsargumente für die PlayStation 3 war natürlich, dass das HD-Gaming endlich da ist, dass man eine Konsole hat, die sich absolut nicht vor PC verstecken muss, war ja auch ein riesiger Wuchtbrumme, die allererste PS3 mit dem Klavierlack-Design und anderem, das war so richtig ein schweres Gerät, einfach, da musste also gefühlt auch ordentlich Technik-Power da rauskommen und Ridge Racer 3 hat damals zum Launch was eingelöst, was die PS3 auf Dauer nicht halten konnte und was selbst heutzutage auch noch nicht gang und gäbe ist, denn Ridge Racer 3 läuft mit 1080p, mit richtigen 1080p Auflösungen und mit super festen, also mir ist jetzt nicht im Kopf, dass es wirklich dann groß irgendwo mal gerührt hätte, 60 Bildern pro Sekunde. Also 1080p at 60 hatte Ridge Racer 7 schon und ich kann euch wirklich sagen, als Ridge Racer und Racing Fan, das auf einem HD-Fernseher mit HDMI-Kabel angeschlossen, mit 60 Frames, mit allem und zu sehen, wie super flüssig diese 3D-Optik da über einen hinwegwäscht und entgegenhaut mit der treibenden Musik, mit dem coolen Streckendesign, mit der, vor allem dank der Analogsticks jetzt, ne, auch richtig wieder gut zu steuernden Drifts und alles, also gerade für Arcade Racer finde ich, ist Ridge Racer eines der Paradebeispiele, wie gut sich solche Games steuern lassen können, selbst wenn man nicht so Spezialgeräte wie das Negicon, diesen komischen Dreh-Racing-Regler für die PlayStation 1 von Namco hatte. Hat alles gestimmt an dem Ding. Vielleicht nicht zu 1000% alles, weil ich glaube, da hatten man noch irgendwie so frühe DLC-Sachen, ne, dass man Soundtracks extra kaufen muss und solches Zeug. Aber ich habe das persönlich nie gemacht, weil man auch innerhalb des Games viele Sachen freispielen kann. Und man kann auch ein bisschen abwertend sagen, es gab Ridge Racer 6 für die Xbox 360 vorher, was irgendwie so zwischendurch ein reingeworfener Titel war, der, glaube ich, viel von der Grundlage gegeben hat, worauf Ridge Racer 7 basiert. Da müsste also sehr viel an Autos und Strecken, wenn ich mich nicht komplett irre, mit dabei gewesen sein, also war es nicht super duper frisch und super neu, aber in der Form, wie es zusammengekommen ist, wie es mit der Framerate funktioniert, wie die Steuerung geklappt hat, wo selbst heutzutage noch, ne, man kann das Ding online spielen, man befindet immer noch Dutzende von Leuten, gegen die man Rennen fahren kann. Die sind natürlich so gut, dass man schwer große Probleme bekommt, gegen die zu gewinnen, wie ich selbst rausgefunden habe. Habe auch mal ein Online-Match auf Rocket Beans TV mit euch allen dann dazu gemacht. Sieht aber heute immer noch cool aus, stört sich cool und vor allem, da es keinen Ridge Racer später für die PlayStation 4 zum Beispiel gegeben hat, ja, und mit Ridge Racer Unbounded das Ganze an europäische und zumindest westliche Teams abgegeben wurden, in Japan nicht mehr gemacht. Das Racer zum Launch einer Konsole sind ja wohl nicht mehr leider so gang und gäbe, wobei es eigentlich das perfekte Launch-Genre ist, weil man da die technischen Möglichkeiten einer Konsole gut zeigen kann. Ridge Racer 7 war top, ist ziemlich gut gealtert, ne, kann man heute auch noch bedenkenlos spielen, kann man günstig sogar im PlayStation Network kaufen und ich glaube, die Variante, ich habe das hier bei mir noch nicht ausprobieren können, müsste auch 3D-fähig sein, wenn man einen 3D-Fernseher hat und das würde dem Ganzen vielleicht nochmal was geben. Also für das, was die PS3 mit den 1080p at 60 später nicht eingelöst hat und wie es zumindest in der Zukunft mit Ridge Racer verlaufen ist, wo leider die Serie mittlerweile eben unter ferner Liefen läuft. Ich würde immer noch groß drauf hoffen, irgendwann mal so eine schönen, richtig 4K at 60, ne? Es wäre sowas, worüber man sich noch den Kauf eines 4K-Fernsehers überlegen würde, da so ein Ridge Racer 8
zum Beispiel dann damit zu sehen und dann volle Pulse zu fahren mit der Techno-Musik, mit den Drifts und allem drum. Und das wäre schon ziemlich der Hammer. Bis dahin kann man sich aber mit Ridge Racer 7 zufrieden geben. Und wer in dem umfangreichen Launch-Line-Up der PlayStation 3 damals vielleicht nicht direkt was gefunden hat, gab es ja einiges an verschiedenen Titeln. Für mich war das der herausstechende. Da kann sowas wie Genji Days of the Blade nicht wirklich mithalten oder irgendwelche anderen Geschichten, die damals mit rausgekommen sind. Resistance zum Beispiel als Shooter war passabel, aber auch jetzt nicht so wirklich Besonderes. Obwohl, wenn du so 20 plus Titel hier in Europa hatte, Ridge Racer 7 ist der, der herausgestochen hat und auch verdient hier auf dieser Liste gelandet auf Platz Nummer 8. Ja, das waren zwei weitere Titel, die wir uns angeguckt haben. Und wenn ihr herausfinden wollt, was mehr noch auf dieser Top 11 der besten Konsolen-Launch-Titel drauf ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.